So. Einmal starten. Zack. Dafür gibt keine Mucke mehr. So. Stalker Balami. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Lamas. Es gibt ganz viele Lama-Starkies. Und, Hilfe. So. Danke, Pausenopa. Du hast es mal wieder geschafft, die Leute zu unterhalten. Ja, Änderungen an Version wären schön. Ist ja kein Problem. Boah, ey, hier sind ganz viele am Husten. So. Ich find's schade, dass, das nicht richtig eingestellt ist mit den Alerts. Oh, hallo. Skiraloka. Ich grüße Sie. Ich weiß, wie hieß denn nochmal die Seite für die Alerts? Stream Alerts? Einloggen. Ach komm. Jetzt reicht's aber. So Benachrichtigung alle Widgets. Es ist, hier steht aber, das ist alles, ist alles an. Kopieren. OBS. Alerts. Gibt's hier so, gibt's da so ein Test, Follow-Test? Das ist aber nicht das Original. Das ist nicht das, was ich hatte. Das ist doch scheiße. Ist egal. Ich brauche keine Alerts. Ich brauche die nicht. Steht doch alles im Chat. Wofür braucht man die eigentlich? Müsste doch nicht alles bunt sein. Oder nicht? Harald ist einfach der Größte momentan auf dem Twitch-Markt. Finde ich. Also für mich persönlich gibt es momentan nichts Besseres. Bin ich ganz ehrlich. Ja, muss ich auch einfach mal so sagen. So, hier. Euro-Druck. Zack. Und da bin ich auch nicht bescheiden. Harald weiß, was gut ist. Mit Geschmack. Ja. Alles RP, Leute, hier, ne? Alles RP. Ich bin ja selber, aber mich kennt einfach keiner. So. Hansa Rostock. Hä? Was ist hier los? Hallo? Arbeit. Ich grüße Television. Nur bekannte Gesichter hier, nur bekannte Gesichter. So, haben wir überhaupt einen aktuellen Auftrag? Haben wir nicht. Deswegen nehmen wir einfach mal einen von Rostock nach. Oh, das ist doch schön. Odensee. Ja, also ich frage mich auch ganz ehrlich, warum überfahre ich was? Eine rote Ampel ist gegangen. Und warum guckt ihr die Scheiße an? Ich danke dir, Gambelachs. Ja. So. Und es ist einfach unglaublich. Es ist unglaublich. Ja. Hallo, Angel. Oh. Ja, das hat keiner gesehen. Ne? Fahren wir einfach drüber. Es war noch orange.
Danke für den schönen Followchen. Hier muss ich gar nicht rein. Das ist nur ein Parking-Deck hier. Ja, ich sitze hier seit 8 Uhr, ne? Nee, seit 9. Ja, die ganze Lexi-Community, ey. Die ganzen Lexis. Lamiana. Ich dachte Lexis. Ich glaube, das ist jemand anderes, ne? Ja, Lamiana klingt besser. Laminat. Lamiana. Lamas. Aber Lamas ist jetzt, gibt's halt schon, ne? Geiler Hype. Lamas gibt's schon. Deswegen muss jetzt schon irgendwas Originelles sein. Finde ich jetzt. Deswegen Lamiana ist das Offizielle jetzt. Das ist fest. Und Merch wird gedruckt. Ist schon ein Auftrag gegeben. Ja, die Affenbande, das ist eine ganz originelle Sache. Du bist ein richtiger Pirat, bist du. Ja. Auch mit deinem Lied, das du da eingespielt hast, bei deinen Alerts. Das finde ich auch der Burner, muss ich sagen. Wie du das da komponiert hast. Ja. Da ist ein Kompliment angebracht, möchte ich. Komm, wirklich. Ich habe reingeschaut letztens und da war bei dir nur alle am Follow, ne? Und dieses Dauergedudel von diesem Lied, da bin ich ein bisschen durchgedreht, muss ich ehrlich sagen. Deswegen gibt's hier, ist das eine alertfreie Zone. Lediglich ein kleines Räuspern, um auf sich aufmerksam zu machen, wird hier geduldet. Aber mehr auch nicht. Nur leider finde ich nicht mal die Seite, oder woher diese Alerts eigentlich kommen. Wo das Räuspern herkommt. Ich habe ein bisschen Überblick verloren. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Wo ich das nochmal einstellen kann und alles, aber... Weil ich würde das schon gern behalten, ne? Ist ja schon mein Merkmal auch. Oh! Ich wollte geradeaus. Das ist die übliche Kürzung. Dann fahren wir heute mal an. Ist kein Problem. Kann man sich auch rausreden, ne? Top-Wetter hier. Schöner Plattenbau. Und ich geb Gummi jetzt. Blinker. Und Vollgas. Licht an. So. Und die kleine Hupe darf auch nicht fehlen. Ne? Und ich geb Gas. Brich Gas jetzt. Bin schon fast auf 80. Mehr darf ich aber auch nicht geben, ne? Es ist auch Geschwindigkeitsbegrenzung. Darf man nicht übertreiben. So. Ich bin Mercedes-Fahrer, ganz klar. Ich bin ja, sein Truck wählt man auch immer nach seinem eigenen privaten Ermessen aus. Ich bin ein Mercedes-Typ. Nee, ich, sobald meine bessere Hälfte nach Hause kommt, werde ich erstmal aufhören, weil ich muss zum Baumarkt, wir müssen einkaufen. Wir müssen Platten aussuchen. Wir renovieren nämlich bald. Ne? Sehen. Deswegen, ich bin da verhindert, ich kann da nicht. Weiß ich vielleicht heute Abend, aber ich glaube eher nicht. Ich bin heute voll ausgelastet. Ja? So, hier mit der 80 über der Ausfahrt brettern ist für mich kein Problem. Ah,
Das ist richtig, das ist die richtige Anrede, das ist Meister. Und auch schön, dass ich jetzt hier getroffen wird, wie auf dem Schulhof quasi, ja. Ich habe meine Center Shocks vergessen. So. Und raus. Ah, wir müssen jetzt über See hier. Welche Route fahren wir denn heute? Wir fahren heute Altverpackungen. 20 Tonnen Altverpackungen. Von Kopenhagen. Nee, nach Kopenhagen. Von Rostock. Von Rostock nach Kopenhagen. Hier muss ich nicht rein, ne? Nee. Sorry, ich bin hier an Marfen. Kenne ich noch nicht das Gelände. Hier war ich noch nicht. Rostock. Der deutsche Stefan Raab. Also, entschuldige mal, ich will mir niemals mit Stefan Raab vergleichen. Stefan Raab ist eine war und ist eine Legende. Außer Schlag den Star, die Produktion ist kompletter Schwachsinn. Elton geht mir so auf den Sack als Moderator, das gibt's gar nicht. Verstehen Sie, ja? Meine Damen und Herren. Ja. So, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Guck mir auch manchmal gerne noch auf YouTube die alten Folgen an von TV Total. Die gibt's ja immer wieder, da werden immer wieder neue. Wenn immer wieder neue, also neue, alte, Folgen hochgeladen. Hä? Was ist hier los? Neo? Der Auserwählte ist hier? Wenn jetzt doch Morpheus kommt, dann ist es perfekt. Hier. Warum soll ich denn hier? Da ist doch das Schiff. Na gut. Nee, ich soll hier einfach parken, na gut. Ich muss nach Trelleborg. Das ist kein Problem. Hallo, ist ja richtig geil, die Discord-Meldung. Das ist geil. Ich sehe gar nichts. Wir machen hier Licht an hier. Scheibenwischer und es regnet. Eine schöne Nachtfahrt. Am Tag. Aber ist doch kein Problem. Hier schön Nebel, Scheinwerfer. Damit wir auch alle anderen Verkehrsteilnehmer stören. Okay, ich soll die Heizung anmachen. Ist kein Problem. Sorry, da ist gerade. Da, so, Heizung ist an. ja, man muss auch mal, als Mod muss man auch hier hart durchgreifen. Und da wird auch gemacht, was man hier gesagt bekommt, tut, ja? Verdammt mich nochmal, so. Eine ganz schlechte Sicht hier gerade. Die harten Kommandanten, Alter. Lass die Raten trinken, Spaten, sag ich dann nur. Und jetzt reicht's. Ich wollte, ich stimmt, da hab ich jetzt vergessen, ich wollte meinen Motor noch reparieren. Habe ich aber nicht mehr geschafft. Ja, den darf man nicht reizen. Das ist wie ein Schweizer Uhrwerk. Ganz viele kleine Teilchen, aber wenn da ein bisschen was kaputt geht, dann muss man halt mal gucken, warum, woran liegt's, woran hat's gelegen, frage ich mich dann auch. Ist aber echt dunkel, ne? Komm, das ist jetzt hier, damit man ein bisschen mehr sieht hier. Und hier müssen wir raus. Ich hätte auch Bock auf Homeoffice, ey, will ich auch. Das wäre für mich, da wäre ich einfach für gemacht, ne? Aber das kann ich leider nicht machen.
falsche Branche. Falsche Branche. Oh. Gekonnt. Ja. Zack! Leitplanke ist zum Leiten da, sage ich immer. Aber kein Problem. Ich krieg die letzte Job. Ja, ab jetzt nur noch durchhalten, Neo. Durchhalten ist angesagt. Blinker setzen. So, ich nehme die Vorfahrt einfach. Oh. Streamer, oh, ich wollte gerade, ich habe gerade sehr lange gebraucht, um zu rauszukriegen, was du da geschrieben hast. Aber ja, ich habe es jetzt verstanden. Dachte, ey, was schreibt der denn da? Was soll denn das heißen? Bin ich zu blöd, um es zu kapieren? Maut bezahlt. Ich habe nicht mal Fenster aufgemacht. Ich bin auch Gastro, hallo. Das ist ja genial. Das ist ja genial. Machen wir jetzt nicht. Das ist ja genial. Und ich schreibe gern Bestellung, weißt du was? So, jetzt reicht's. So, hier der Oschi vor uns kommt überhaupt nicht vorwärts. Das mache ich jetzt Überholvorgang. Ja. Ich hole ihn jetzt auch gleich ein. Aber es der Vorgang läuft noch. Der Vorgang läuft noch. Gib Gas jetzt! Ja! Leider habe ich noch nicht den besten Motor drin. Ich habe noch nicht so viel Kohle und ich habe ganz viel Schulden momentan. Ich habe 300.000 Kredit hier aufgenommen. Man kann auch in der Gastro kann man auch. Ich hatte auch schon lange kein Wochenende mehr frei, also. Aber sonntags ist für mich eh egal, weil da kriege ich Aufschläge. Von daher soll es mir recht sein. Aber in der Gastro kann man auch, wenn man in einer Bar ist, bist du auch ein bisschen für dich, ne? Oder in der Küche, da musst du nur mit deinen Kollegen klarkommen. Und nicht mit den Gästen. Sonst hast du natürlich recht, ist das kritisch, ja? Da voranzukommen. Eine schöne Television. Ja, du bist ein richtiges Arschloch, Alter. Du kannst ja nicht alles ersheaten. Das macht überhaupt keinen Spaß. Ich nehme einen Kredit auf. Ich habe Mitarbeiter, die ich bezahlen muss. Ja. Bei Burger King? Kaffee, Restaurant, Diskothek im einen. Alter, das klingt ja. Das ist ja. Das ist mir zu viel, das wäre mir zu viel. Er hätte gar keinen Bock drauf. Gut, alte Restaurant muss reichen. Und ein Podcast kommt jetzt auch. Ich kündige es jetzt hier an. Podcast Mittel. Gemme Lachs und Dorofil. Kommt nächste Woche. Immer freitags um 19.30 Uhr. So. Ich hoffe, das war okay, dass ich das jetzt hier geleakt habe. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr still sitzen. So, jetzt müssen wir erstmal beruhigen, alle an der roten Ampel. Und das reicht so. Jetzt. Ja, bitte einmal klippen. Alle Angaben ohne Gewähr. So, okay, weiter geht's hier. Kurzfilm auch noch.
Aber Podcast, der wird nicht live, ne? Der kommt nicht auf, also nicht auf Twitch. Das ist für mich kein Podcast, ne? Der muss schön vorher aufgezeichnet werden. Dann sichern wir uns da Exklusivrechte auf Spotify. Ne? Da haben wir es, Harald. Auf Spotify, wollte ich sagen. Spotify. Und, Spotify Original, sage ich dann mal. Fest und flauschig kann einpacken, sag ich mal so. Die Zeiten sind vorbei. Das wird keiner mehr hören. Ja, und das wird auch im Discord ganz groß gemacht, ja, die Sache. Autoscout24, grüßt euch. Geile Werbung. Das ist das Leben. Ja, die Werbung, ey. Aber immer so schön aus dem Kontext gerissen. Ja, und dann habe ich halt im Leben auch bemerkt, es geht so nicht weiter. So, jetzt haben wir doch eine kleine Pause für Monster Energy. Oder rasiert ihr die Eier glatt wie ein Aal? Das ist kein Problem. Ja. Genau, eigene Werbung. Das ist die einzige Werbung, die da kommen wird. Mehr auch nicht. Ja. Kein Y-Food. Kein Amazon-Werbung. So. Angekommen, das glaube ich ja gar nicht. Ich habe gar keinen Bock auf einpacken, deswegen sage ich, leck mich am Arsch. Und? Was gibt's? Ich bin Meister. Ich bin auch Meister. Hier, wer meine Kredit, meine Schulden gerne. 388. Muss ich noch zurückzahlen. Aber wenn man hier mal schön auf Arbeitsfahrermanager geht. Das läuft, ja. Ich bin hier mit meinem minus 14.000 am Tag. Ist kein Problem, aber ich bin auch der Chef. Ja, ihr Piotr und Martina, die sind auch ordentlich hier. Am Fahren. Das läuft! Rubel läuft schon ganz alleine. Aber ich wollte jetzt schnell einmal zu einer Garage fahren. Eine Garage am Arsch. Ja. Da hinten sehe ich schon eine auf dem Navi. Auf dem Navigator. Hier ist aber Rechtsverkehr, ne? Ja, alles klar. Ich spiele nicht mit Lenkrad, aber ich hätte echt Bock drauf. Ich spiele mit einem Controller. Mit einem PS5-Controller. Das geht echt smooth von der Hand. Und zwischendurch hier diese, wenn ich jetzt so nach links und rechts gucke, habe ich mir auch belegt. Oh, das war Karte. Und dann mixe ich noch so ein bisschen mit Numpad-Tasten. So. Da habe ich ein paar Hotkeys drauf. Das geht gut von der Hand. Also, es sind halt auch viel Platz ein Lenkrad, ne? Darf man nicht vergessen. Und dann brauchst du da vielleicht noch Pedale und alles. Und das jedes Mal da hinzuschieben und so. Weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Deswegen. Controller reicht erstmal. Eine Wartung bitte. Ach, kein Problem. Letzte Verdienste für den Arsch. Dann würde ich gerne hier noch einen Auftrag annehmen. Was habt ihr denn da so? Was habt ihr denn da so? Wo sind wir? In Kopenhagen? Da müssen wir mal wieder über eine Fähre, ne? Ikea. Hier, Autos. Ich hab Bock auf Autos. Hallo? Hallo? Ja, okay. Okay. Eine schöne Drehung, wie beim Ballett. Oh, das war perfekt. Und dann raus hier den Lachs. Ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, dass wir hier beim Iveco-Händler unseren Mercedes repariert haben, aber es ging nicht anders. Ja, ist doch gut jetzt, Katze, ne?
Es reicht. So, da hinten haben wir es schon. Scheibenwischer. Ja, die Mieze, das ist ja richtig nette Mieze, ne? Immer nur am Heulen, ey, ganze Tag. Aber ja, das führt das beste Leben. Ne? Immer fressen, immer am Schlafen. Klo wird sauber gemacht. Aber das reicht nicht aus, ne? Das reicht einfach nicht. Und es ist ein Kater übrigens, ne? Muss er mal ein bisschen Männlichkeit beweisen. Denn meine zweite Katze hat anscheinend die Eier in der Hose. Die schreit die ganze Zeit den an und so. Und hat gar keinen Bock auf ihn. Eier. Wir brauchen Eier, ne? Ich bin alle garn. Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Ich sollte den vielleicht mitnehmen auch, ne? Die Autos. Eier! Das war Fail-App hier. Eier, wir brauchen Eier, komm. Komm, hallo. Ah, bitte, ey. Du musst mir auch mal den Rücken stärken. Du kannst mich nicht melden. Beim offiziellen Eurotruck-Simulator-RP-Verband. Leck mich doch am Arsch. Ich hab halt manchmal ein paar Ausnahmen, die ich mir hier rausnehme. Aber die Leute auf der Straße wissen das auch und die akzeptieren das auch. Also. So, jetzt wenn hier noch einer hier irgendwelche Abkürzungen droppt, dann komme ich gar nicht mehr mit. Das nehmen wir noch mit. Okay. Gut. Nein, es war kein VDM. Ja. Oh nee, jetzt habe ich schon wieder so eine Einblendung. Ich glaube, ich muss kurz Support gleich, ne? Ich verstehe gar nicht warum. Hallo, wer ist denn da? Wen haben wir denn da in der Leitung? Hallo. Und zugeschlagen. So. Und dann fahren wir mal hier rein. Was ist eigentlich aus dem geworden? Spielt er noch EP? Jaffa meine ich jetzt nicht. Aber cool, dass das da ist. Mir fällt gerade gar nicht mehr sein Name ein. Ihr wisst schon, wen ich meine. Ne? Und zugeschlagen, hallo. Mit E! Mit E! So. Ich fand's auf jeden Fall sehr lustig so. Aber ist es gut, dass er da nicht weiter sein Unwesen treibt. Man muss ja auch nicht jeden nehmen, ne? Ein Tier mit E. Hat jemand ein Tier mit E gerade? So. Ertun. Und zugeschlagen. Ertun. Da haben wir es. 500 Euro. 500 Euro sind raus. Aber wir haben ja noch ein Tier. Nein, ich will es. Na klar. Nudel. Im Kopf. Ich habe gerade nur die erste Buchstaben gesehen. Muss mich hier auf die Fahrt konzentrieren, ne? Sonst werde ich gebannt. Oh, was haben wir denn hier drüben? Was haben wir hier drüben? Was ist da passiert? Wahrscheinlich falsche Papiere. So, ist hier der Nordtunnel. Wischer gehen aus. Boah, das ist doch mal ein geiler Tunnel. Ich mag ja Tunnel so, ne? Der Hotbar.
Button, meine Damen und Herren. Er ist so heiß. Vielleicht verbrenne ich mich auch noch daran. Was ist das für ein Taxi da? Ein Taxi-Emoji. Ist der von dir? Ich kann da gerade nicht näher draufklicken. Also muss ich raustappen. Von wem ist denn der? Von wem ist denn der? Überholmanöver. Ah. Ah, okay. Warum hast du eigentlich kein Taxi-Emoji, frage ich mich jetzt mal gerade, ne? Du hast kein Taxi-Auto. Wie? Das ist ein Fail, App B. Ganz klar. Ich reihe mich hier ein. Ich gehe mal zwischen. Danke. Ah, ich muss, glaube ich, woanders hin, oder? Kann ich einfach doch. Ach so, ja, na klar. Ach, das, ja. Aber ich meine, so. Das Logo ist natürlich geil. Aber ich hätte trotzdem gerne noch ein Automobil. Eine Fortbewegungsmittel. So. Ach, hier fährt der einfach ein kleines Zückchen vorbei. Ist ja nett. Das Logo, ja klar, das ist alles. Ja, okay. Es ist heilig. Es ist auch wunderbar. Da sage ich ja gar nichts gegen. Und das ist keine Schikane. So. Jetzt gebe ich Gummi. Hier haben wir eine schöne gerade Fläche, Strecke. Jetzt keine Bananen auf die Straße werfen. Jetzt gibt es hier einen Ausrutscher. Oh, ich leite jetzt eine Schikane ein hier. Windschatten wird mitgenommen. Und zack! Wie bei der Formel 1. Und Nico Rosberg ist auf Platz 1. So, okay. Längste Serie. Kein DRS angeschaltet. Brauchen wir nicht. Brauchen wir sowas, brauchen wir hier gar nicht. Na komm, du wirst ja wohl woanders mal ein bisschen länger geschaut haben. Der ist freie Zone, ist das. Ja, also. Ich meine, wenn du jetzt, aber... Ja, eben. Also, du guckst halt ja immer deine eigenen so, weil die Klicks kommen ja nicht von alleine. Sind wir mal ehrlich. Und, trotzdem hast du ja dann immer die Zeit zum Streamen. Und nicht zum Stream gucken, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Wer sitzt dann da um 6 Uhr morgens und lacht sich seine Banane ab? Ja, wegen Harald ist auch immer top, ne? Also, als ich meine erste RP-Begegnungen hatte, da musste ich mir auch immer mein Zwerchfell zuhalten, ne? Da konnte ich gar nicht anders. Ist halt auch so bescheuert in der Birne. Ist ja geil. Ist ja einfach geil. Wie bescheuert kann man denn sein? Ist ja genial. Fortnite. Ey, Lami, switch doch von Fortnite auf Overwatch. Ich meine, ich habe dir Fortnite die Pforte vielleicht geöffnet zu Fortnite, aber ich kann sie auch wieder schließen. Ja, aber zu wenig. Du musst es professionalisieren. Und ich habe Harald irgendwo mal im Stream gesehen, da habe ich noch keine RP gespielt. Da war er noch mit diesem, mit so einem komischen Typen unterwegs. So einen kleinen, ja, so ein Hund.
quasi, der immer hinterhergelaufen ist, den hat er mal beleidigt. Was hat er mal gesagt? Schmalzbacke. Da war aber noch was. Du Pissbirne, du. Du Pissbirne. Lolle Pissbirne. Weißt du das? Huh? Oh. Das war geil. Das war geil. Da habe ich den irgendwo mal gesehen. Ich weiß gar nicht, in irgendeinem Stream habe ich das gesehen. Aber ich weiß nicht, bei wem. Weil er selber hatte, du hast ja nicht gestreamt. So. Pissbirne. Gab's noch irgendwas? Und ein... Huch! Hallo! Einen legendären Spruch. Das war, seine Art war ja einfach legendär, Mann. Wow. Von, okay, hä? Na klar. Ah, das war auf jeden Fall... Ich fand den, ich finde, das war der bessere Harald. So, der Harald und dann der, der Jack. Als der Jack da rumlief, der Harald war noch geil. Mit den ganzen Italienern. Lami fand ich früher auch besser. Jetzt spricht er so komisch, verstehe ich überhaupt nicht. Habe ich irgendwas verpasst wahrscheinlich, aber ist mir auch egal. Ja, Johnny war kompletter Spacko früher. Also wirklich. Ich verstehe es. Eis verkaufen war einfach mein Ding, ne? Garry's Mod, ja. Habe ich auch VOD gesehen. Ich habe das VOD gesehen. War auch, ich habe mir Besseres vorgestellt, sag ich mal so. War nüchtern. Dachte jetzt, geil, die neue Revolution, ist es das? Dennis Wert macht Garry's Mod P-Server auf, aber anscheinend eher nicht. Also ich glaube, da ist nicht so viel Potenzial. Okay, alles klar. Ist die Scheibe dreckig oder ist mein Bildschirm dreckig? Beides, oder? Okay. Warum ist der... Ich glaube, ich habe die Taste doppelt belegt. Was haben wir hier eigentlich geladen für schöne Autoklassen? Ah ja, kenne ich sofort alle, muss ich jetzt aber nicht einzeln benennen. Nochmal zur Info, wir fahren hier auf der Route Richtung... Växjö. Und Autos 9 Tonnen. Kriegen 11.000. Knapp 12.000. Ja. Fischt ein erfolgreiches Leben, Lami. Und, du hast eine große Fanbase. Ja? Das darfst du nicht vergessen. Du musst auch wertschätzen. Jeden Morgen. So. Bitte, Freunde. Können wir einmal bitte die Mods loben, bitte? Bitte einmal. Weil das ist hier schon wieder am Ausarten. Und ich würde gerne, dass du auch mal ein bisschen... Anerkennung jetzt auch bekommen für die ganze Arbeit. Bitte einmal jetzt, komm. Nur einmal mit Mods loben. Bitte alle auch einmal, bitte. Dankeschön, ja. So. Ne? Das geht raus erstmal an die Mods, ja. Dein Ego kann nie groß genug sein. Es ist immer viel zu bescheiden. Du musst da auch mal ein bisschen drüber stehen. Ja? So. Das ist ja herrlich.
Muss man auch mal ein bisschen ernster nehmen, die Themen. Weil anscheinend wird... deine Arbeit wird hier nicht groß gerade geschätzt von gewissen Leuten. Der Gambelex, der ist mir schon in der Zeit ein Dorn im Auge, sag ich mal so. Ich weiß nicht, wie ich ihn einschätzen soll. Manchmal ist er beleidigend hier. Nee, bitte nicht. Okay, gut, sehr gut. Die Tür nicht zu. Ich krieg die Tür nicht zu, weißt du. Können wir ganz kurz den Mods loben einmal, bitte? Können wir ganz kurz den Mods loben? Chat, in den Chat, bitte. Ganz kurz. Kleines Mods loben. So, ganz klein. Danke, so. Weil ich finde, es gerät schon wieder ein bisschen zu weit in den Hintergrund, die Arbeit. Das ist ja immer noch, darf man nicht vergessen, freiwilligen Basis, ja. Der macht das in seiner Freizeit. Der macht das in seiner Freizeit. Der sitzt vielleicht gerade auf Toilette, macht das nebenbei. Hashtag. Komm mal nicht der Label. Der wird nicht bezahlt. Aber wir haben einen eingetragenen Verein, wo wir gerne Spenden annehmen. Das ist der Modsloben e.V. Ist aber in der Karibik, in den karibischen Karibikinseln eingetragen, weil da ist Steuern. Was ist hier? bitte keine Kritik hier, ja. Und welch? Mal ganz ehrlich, ich weiß auch gar nicht, was da gerade stand. Danke für den Lob. Danke fürs Lob. Gemmelex, schön, dass du da bist. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo die Aggression herkommt, Gemmelex, aber du musst es ja nicht im Chat von anderen auslassen. Frankfurt lebt. Hier geht's aber auch wieder. Dann fahren wir hier die Route zurück nach Polen. Bisschen Ketchup verteilen. Nee. Gebannt wird hier nicht. Nee. Kannst du vergessen. So ein Freiheitsschlag. Hoppala. Ja, ein bisschen geschwuppert. So. Ja, die Autos, die haben noch alle eine Folie drüber. Das ist ja kein Problem. Jetzt beruhigen wir uns erstmal alle wieder. Ne? Kann ich einen Bann haben? Wette am Laufen. Und konnte er dann schreiben, ob er die Wette dann, was er dann bekommen hat? Oder eher nicht? Woher wissen wir, ob sein Wettspruch eingehalten wurde? Alter. Okay, Harald, Harofil, ich glaube, der Lachs hat's verstanden und der beleidigt auch nicht mehr. Ja? Ein ganz kurzes Wort loben auch erstmal an der Stelle, würde ich sagen. Warum Garage kaufen? Du hast sie nicht gebannt? Ach so. Also quasi einfach im Regen stehen gelassen. Ja, finde ich auch gut. Danke, Neo, dass du das auch so sagst. Das wird nämlich... zu wenig auch erwähnt. Ich werde auch am Ende des Streams eine dreistündige Dankesagung an den Mods auf jeden Fall erstmal. Es ist ein harter Job hier, ja. Also wenn man hier fertig ist, dann geht man auch mit dem Gewissen nach Hause, sage ich mal. Scheiße, ich weiß nicht, wie ich damit klarkomme. Ich muss mir erstmal eine Flasche Rotwein reinziehen. Und dafür danke ich auch, dass es immer noch alles auf freiwilligen Basis geschieht. Großer Respekt, ja. Reb plus. So.
Weil der Harald, der fährt ja immer, wenn er seinen Mod-Beruf ausübt, fährt er rüber nach Hannover ins Mod-Büro und setzt sich vor seinem Dell-Laptop. Und dort ist er dann quasi für die Zeit. Und dann muss er halt wieder zurückfahren. Ja, der Kater ist, der möchte sich auch gerne dabei sein und sich im Vordergrund schmuggeln. Brutonello. ja, get well soon, sag ich dann nur. Und ich glaube, Subs und solche Geschichten werde ich niemals starten. Und das könnt ihr ab jetzt klippen, bitte. Weil, steuermäßig habe ich gar keinen Bock. Deswegen ist es so am einfachsten, ne? Warum muss man sich das Leben denn schwer machen? Man kann auch einfach sagen, nein, danke. Die Finanzierung läuft über einen Podcast. Und das geht dann alles aufs Firmenkonto und dann zwacke ich mir da ein bisschen was runter. Steht das Podcast-Intro eigentlich schon? Ist das schon durch, Harald? Kannst du da mal... Ist das schon fertig, oder... Unter der Hand, genau. Unter der Ladentheke, sagt man auch im Fachjargon, im Fachkreisen immer, ne? Ist schon fertig, sehr gut. Also ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Es wird ein tolles Intro geben. Wir werden natürlich immer auch versuchen, tagesaktuell zu sein. Wird nicht immer klappen, ja. Wir werden auch mal vorproduzieren müssen im Urlaub, ne? Ist ja ganz klar. Aber sonst sind wir für euch die erste Anlaufstelle im Internet und im World Wide Web. Bald erhältlich. Überall, wo es Podcasts gibt. Politische Themen. Lifestyle. Hey, ich habe auch wirklich Bock. Nur es wird mir keiner glauben. Ihr denkt, ich mache mich drüber lustig. Wirklich, ich hätte richtig Bock drauf. Vielleicht so ein Satire-Podcast, weißt du? Geschichten aus dem Paulanergarten. Ich weiß nicht, ob sowas gut ankommt. So ein Fake-Podcast, der durchgezogen wird, wo man übertrieben ist und über Scheiße labert, die überhaupt nicht stimmt. So ein bisschen so Schauspiel-Fake, weißt du? Ist auch RP quasi dann. Ja! Harald, gute Frage. Ich habe jetzt meine 500.000 investiert in Bitcoin. Ich muss sagen, der DAX gefällt mir aktuell überhaupt nicht. Weiter geht's zum Lifestyle, ja? Ich finde, die Idee ist noch nicht beendet. Ich muss mal tanken. Kleine Werbung. Danke an NordVPN. Ah! Weiß gar nicht, was sie alle haben. NordVPN ist ein Top-Anbieter, wenn du anonym im Netz surfen willst. Und Abfahrt. Rhino-Schiegel, Alter. Jetzt kommt das ganz... ganze Schrott. Noch vielleicht hier noch so ein Mobile-Game. Da ist denn so ein bekanntes? Mit dieser nervigen Werbung. Ihr wisst bestimmt, was ich meine, ne? Auf YouTube immer diese Werbung da. Ja, Y-Food ist schon fast alter Käse, finde ich auch nicht mehr so. Ja, ist halt durch, ne? Ist halt durch. Das ist wiederum geil. Aber ich weiß nicht, ob man dann irgendwann rechtlich im Arsch kriegt, weil man behauptet, man hat irgendwelche Kooperationen. Ja, da gehe ich auch lieber zu BK. Aber
In München. Das muss man sich mal vorstellen. In München. Das ist doch zum Mindesthaltbarkeitsdatum verkleben. Team Wallraff ist am Start. Malmö. Das ist schön in Malmö. Ja, wenn die Twitter-Bubble erstmal davon bekommt, wann der Podcast rauskommt, dann geht's richtig ab. So, und es ist beschlossen. Podcast kommt. Wir wissen noch nicht wann. Wir wissen noch nicht wo. Guten Schiss erstmal. So. Konzept wird erarbeitet. Sowas dauert natürlich. Aber das wird im DC wird das besprochen. In Washington DC wird das besprochen. Und aber gute Sachen müssen auch gut überlegt werden. Deswegen ist die Ankündigung jetzt nochmal erstmal, ne? Ein kleiner. Also sowas gibt's nur hier. Also im Nischenkanal gibt's die ganz krassen Ankündigungen. Und es werden auch nur die mitbekommen, die das mitbekommen wollen. In DCWC treffen wir uns. Kein Problem. In DCWC. Aber konzentrier dich mal lieber aufs Scheißen. Und ich werde hier heute auch noch Fallout 5 veröffentlichen. Ich habe brandexklusives Gameplay-Material. Wir verraten das, genau. Was von der Gesellschaft verschieden wird. Wir sind das neue Ich. Am Klo kann man sich auch, lässt sich auch am besten arbeiten eigentlich, ne? Da muss gar nicht, ist ein Blöffer. Das kenne ich auch, Gamalax kenne ich auch. Weiß ganz genau, was du meinst. Enttäuschung immer, ne? Das ist eine Enttäuschung. Wenn man ohne Arbeit zurückkommt. Fake News gibt's bei uns nicht. Ja? Da wird auch gar nicht groß geguckt jetzt. Ganz ruhig, Freundchen. Und da hinten ist auch schon die Fähre, die auf uns wartet. Hier smooth um die Kurven. Zack. Oh, bitte. Oh, bitte. Was sagt man? Muss man gar nicht Witze drüber. Kann man nicht machen. Verschieß nicht all dein Pulver. Wir brauchen noch was fürs Podcast, ne? Sonst ist ja gar nichts mehr. So. Wo sollen wir denn hin? Wieder hier links rein. Alles klar. Und zack. Einmal hier rüber, bitte. Ach, ist doch gut jetzt, Mensch. Alles klar, politische Meinung haben wir jetzt auch gerade kurz mitbekommen. So, fast hätten wir hier noch die Latte mitgenommen. Laterne. Skoda. Keine Werbung.
Ich wollte ja immer noch mein Sandwich da essen, ne? Aber es ist immer noch nicht der richtige Zeitpunkt. Simply clever. Er mag halt auch politische Themen, der Garter, und da muss er sich auch zu beteiligen. Und sie will ich ihn auch ausreden lassen. Oh, da hat's gescheppert, da hat's gerumser Schlumpsi. Wo kommt er her? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen und ich glaube, der ist da einfach vor mir gespawnt. Ich habe ihn nicht gesehen. Wo soll der denn herkommen? Der war einfach im Auto drin, im Truck. Hier geht's mal an meiner Maschine. 1% Schaden. Ist doch noch. Ist doch okay. Das ist ein kleiner Kratzer. Ist doch kein Problem. Shit Overlay. Was ist damit? Funktioniert das nicht? Vollbremsung. Ich verstehe diese Technik auch überhaupt nicht. Ja, keine Ahnung. Will ich die mal so aktualisieren? Ach, leck mich doch am Arsch. Es geht nicht, Leute, es geht nicht. Wie gesagt, ganze Stream-Alerts und Chat und... Es ist überbewertet. Man braucht das nicht zum Streamen. Man braucht es nicht. Mich ärgert zwar jetzt, dass es da stehen bleiben tut. Ach man, ey. Technik, die Begasser. So, ich nehme hier meine Streifen einfach. Ich nehme 2 Spuren. Kreisverkehr. Ich fahre nochmal rechts ran. Mich nervt das jetzt, dass es da nicht. Ist das da? Keine Ahnung. Du musst ja irgendwie hier mit, weiß ich auch nicht. Was man da noch machen soll. Spitzmütsch folgt. Da bin ich auch überfragt gerade, ne? Bin ich überfragt? Weiß ich nicht. Lassen wir es einfach, ne? Weiß nicht, was als nächstes tut, Dario. Was hat er denn da schon wieder gemacht, der Harry? Gibt's da Clips von? Ich loben, das hört's aber auf. Das ist ja ein B-freier Stream. Weißt du? Und ich habe schon lange kein Motzen loben mehr gehört hier.
So, da haben wir's, da haben wir's. Und es ist wunderbar. Mein Herz erfüllt sich mit Liebe und Zuneigung. Vielen lieben Dank. Ausgehen. Liebe Grüße an die Mods. Nee, Gamble Lux, da wird der Falsche gelobt jetzt. Das ist leider wieder komplett an sie vorbeigerauscht. Da wird es auch eine klare Antwort drauf geben. Hör ich mal so. Boah, jetzt wird sich wieder gestritten. Ist das eine Zwiebel oder ist das ein goldener Kackhaufen? Ne? Hey, absatteln? Nee, nee, nee. Den wollte ich schon mitnehmen, den Ketchup. Oh, jetzt kommen den ganzen Walter Emojis. Nee, ey. Bitte 99. Alter Weiß. Guck mal, alle Emojis raussauen, die im Repertoire sind. Okay, jetzt geht's richtig ab. Egal, Scheibenfischer Action habe ich auch hier. Weiß. So. Loot, okay. Bombastisch. Ah ja, jetzt geht's richtig los, ey. Eine Küche? Eine Küche? Landstraße? Ey, ey, habe ich hier Geld bekommen oder abgezogen? Was soll das? Ah. Wahrscheinlich abgezogen. Moin. Egal, ey, da bin ich ja richtig high. High on life, weißt du. Marihuana. Alter, jetzt müssen wir doch rauchen. Sarah hat eigentlich auf Beans getroffen. Ja, einmal, ne? In der Kirche. Das habe ich mal gesehen im Stream bei Tinendo. Ach, moin! Ja, ich find's geil, dass es da richtig Gefetze gab. Aber ich finde, B-mäßig könnt ihr auch nichts voneinander miteinander anfangen, ne? Das ist schon ein bisschen schwierig. Hey, Alter! Habe ich Kirche schon wieder falsch ausgesprochen, ne? Kann sein. Ach, alles gut, ja, klar. Kirche. Das ist die Kirche. 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 No, Baustellenabschnitt. Hier müssen wir von 100 auf 30 runterbremsen, leider. Da will ich mich auch mal dran halten, ne? So. Also ich finde, Kirche ist auch, ich verstehe nicht, warum man Wörter immer doppelt belegen muss quasi. Und ja, das Unterscheiden sich dann nur bei der Aussprache ist. Also dann finde ich Schwachsinn, Deutschland. Es ist ein Schwachsinnsland. Nee. Weltsprache wird Englisch. Und da könnte ich vollkommen mit d'accord sein, wenn wir alle nur noch Englisch sprechen. Das heißt nicht Kirche, das heißt Kirche. Ach so.
Was ist der Tank? Ah, jetzt auszuspielen. Naja, ist doch halb voll, alles kein Problem. Und wir driven hier durch die schöne City. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind. Kirche. Küche. Kirche. Was ist denn die Mehrzahl von Chor? Chöre? Oder Kirche? Kirche. Chöre. 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 La Français. Chöre. 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 Oh, geil. Pizza Joke, ey. I love it. Es war belegt. Es ist unglaublich. Ich find's gut. Da knallt mir mein Mikro fast in die Fresse. Vorfahrtgewehren brauchen wir nicht. Ich sehe ja gar nichts. Ja, Lucky W. Ach komm, kauf deren Merch, mach die Kassen voll, Lame. Ja, leb dein Lucky Dream. Komm, ohne Jaffa wärst du gar nichts. Ah, nee. Ja? Wir sind es auch gleich da. Wie spät ist es eigentlich? 13 Uhr. 46 Nachrichten wurden gelöscht, Alter. Funktioniert der Chat wenigstens wieder? Das Widget? Nee, ne? Ist gut, dass zwischendurch auch mal aufgeräumt wird. Ja, nicht. Ist auch am besten jetzt mal die Mods zu loben. Der Chat denkt beim Altenheim. Ich verstehe es nicht. Das sind Zeichen. Der Podcast muss raus. Harald, mach bitte schon mal eine Podcast-Taskforce im Discord auf. Als extra als Chatraum. Und mit Voice-Chat. Dass da schon mal ein Raum auf ist, wo wir Ideen und alles rein schreiben können. Dass wir da schon mal ein Sammelsurium haben. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde einfach sagen, du weißt schon wo auf unserem Stapel. Weißt du, kleiner Insider, ja. Unser Stapel. Auf die Gabel. Keine Ahnung, musst du wissen. Warum hat Lami da eigentlich die Exklusivrechte für? Das verstehe ich gar nicht. Ja, das stimmt und das gebe ich auch zu. Deswegen kannst du da auch nichts weiter kritisieren, Lady. Die Würfel, die habe ich entwendet, aber mit, ja. Also ich habe bewusst, habe ich sie entwendet und sie hier aufgehangen. Ich habe sie gewaschen vorher, weil die waren sehr schmutzig, muss ich so sagen. Ach Lami, du bist wirklich beleidigend am Nonstop. Ja, und dann habe ich die Würfel hier, das ist ja nur einer, ne? Oder waren es mal zwei? Ich glaube, es waren mal zwei. Ich habe sie, aber den einen habe ich verkauft für eine Beefy. So hier, das ist nur für Lami jetzt. Der Podcast-Name ist leider
noch nicht standhaft. Erstmal ist es nur Projekt B. Ne? Ja, mit Podcast, so wie du es schreibst, könnte man entweder denken, wirklich der Pott, ne? Also wo man jetzt gacken geht, oder die Leute kommen aus dem Pott, oder es ist irgendeine Schüssel gemeint. Das ist zu viel. Es muss klar sein, was es ist. Die Fluppen ist es nämlich. Ist das der Podcast-Name? So, guckt euch das an hier. Ich hab nicht mal einen Führerschein. Zack! Der Fluppencast. Ja, da denken aber wahrscheinlich 80% der Leute, es geht ums Rauchen aufhören oder wie man gut raucht, aber oder um Shishas oder sowas. Weiß ich nicht, ob das klar ist. An der Zielgruppe vorbei. Ah, jetzt kommt hier diese Jugendsprache wieder. Bin ich überhaupt kein Fan von, ne? Also erstmal hört man den Podcast und guckt den nicht, ne? Modloben geht raus. Und da passieren halt improvisierte Dinge. Und ja. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Externe, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Eine kurze vielleicht noch. Eine kurze Fahrt hätte ich noch gerne. Hier, komm. Tierfutter. Von der Metro. Ach, wir sind doch schon direkt. Ja, es ist doch spitze. Besser hätte es nicht sein können. Selbstlob ist für mich immer eine Form der Kritik. Neben Selbstlob steckt auch ein bisschen Kritik. Und dessen muss man sich bewusst sein. So, das ist auch das erste Thema vom Podcast. Selbstlob. Ja, aber ja. Ja, aber ja, aber nein. Da steht das. Heul doch. Ach, ich will leiden. Ja. Das ist auch das wahre Lob, ja. Aber man möchte das natürlich auch nie einsehen. Außer bei Harald, wenn er sich selber lobt, dann ist es einfach geil so. Ne? Da kann auch kein anderer jetzt mehr kommen und sagen, ey, ich finde dich geil. Dann sagt er, ja, leck mich doch am Arsch. Weil so muss es sein. Also korrigiert, wenn ich das falsch sehe, aber so, jetzt geht's ab, jetzt geht's richtig ab. Zu viel Weed gesmoked oder was? Grüne Welle. Wir fahren durch die nächtlichen Allee der schönen Stadt hinaus ins Ungewisse. 70 Meilen auf Tacho. Vielleicht kannst du auch ein Buch schreiben, das große Twitch-Emoji-Buch. Auf jeder Seite schreibst du was zu einem Emoji, wo das herkommt. Oder einfach über dich selber ein Buch. Ja, finde ich auch gut. Ja. Eine Biografie. Wie wär's mit einer Biografie? Deine Memoiren kannst du auch schon schreiben. Ist doch kein Problem.
Schön alles im Store, im Merch-Store. Machst du schön Merch-Store rein. Shop.lemmy.net und org. Und da könnt ihr gerne einmal zugeschlagen und dabei sein. Ne? Geiler Merch. Produziert. In Deutschland. Mit fairen Bedingungen. Keine Maskenaffären. Jeder wird bezahlt. Mindestlohn ist am Start. Keiner wird ausgebeutet. Das ist Lamis Shop. Baumwolle Bio. So. Ja, was muss es denn noch mehr sein? Was will man denn mehr? Wo ist denn das alles? Wo ist denn der ganze Shit? Wo ist denn die ganze Reality? Wo ist denn die Oculus Rift Brillen? Wo ist denn der ganze heiße Scheiß? Wo ist denn das alles? Wo ist die Oculus Rift? Ja, komm, von nichts kommt nichts, sagt meine Oma auch immer. Und sie ist jetzt Millionärin, ja? So. Und gut Kick! Zack! Gut Kick. Ja, aber so oft wie Lamy seine IC-Frisur ändert, kannst du gar nicht den Shop aktualisieren. Da kommst du nicht hinterher. So, und gut Kick in die Runde. Ich weiß gar nicht, komme gar nicht mehr hinterher bei den Frisuren. Ich weiß nicht, wie die aktuelle ist. Kann die man mir vielleicht beschreiben? Schriftlich, wie kann man das beschreiben? Ist es eher Mousse au Chocolat oder ist es ein Honigkompott? Ist es Kellogg's? Ne? Weil ihr guckt auch nicht mehr. Ach so. Nee, ich guck nicht mehr. Also, den habe ich schon lange Wischmopudel. Das stimmt doch gar nicht. So, jetzt erstmal Mods loben. Ich kann niemals abheben. Außer in die Lüfte des Olymps. Da, wo ich aufgenommen werde. Aber anders hebe ich nicht ab. Das kann man auch klippen. So. Da wird auch nicht weiter rumgemotzt jetzt, ja? Auf mich rumgehackt. Mag ich gar nicht. Ja? Kritik ist nicht erwünscht. Lob sehr gerne. Ach, Pettys Eis ist der letzte Rotz. Er wurde ausgebeutet, bis ich gesehen habe, was ich sonst noch verdient kann. So, Mann, nee. Ich bin da rumgelaufen wie ein Clown. Ich habe eine Eismaschine. Shaker. Und mache jetzt hier Sound-RB. Und alle wird's geil. Das war gar $10. Und Lamy gibt $100. Und hier sind $100. Ich habe Sound-AP erfunden. Meistere ist einfach. Warum ist die Stau? Warum stelle ich mich nicht links an? Danke dir fürs Vorlassen. Jo, danke. Das war gekonnt. Ja. Den Trackergruß machen wir mal. So.
Das ist unglaublich. Ja, du holst ja ganz alten Schinken wieder raus. Der ist schon so verschrumpelt und klebrig, aber kann man trotzdem noch angucken. Ja, ja, der hat es gefühlt und hat es auch nicht zugelassen. Ah, leck mich am Arsch, ey. Wirklich, leck mich am Arsch. So eine Scheiße. Nee, nee, nee. Das ist nicht geil, das ist nicht geil. Sag dir, was geil ist. Dick Ben. Der Podcast. Ja, hier muss ich auch rein. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ah, okay. Also ich finde, für den Anfang reicht alle 2 Wochen. Eine Folge. Und dann kann man sagen, wirklich wöchentlich. Super. Der beste Mord wirklich auf Erden. Na komm, Lami ist auch Mord jetzt. Jetzt reicht's mir. Darf ich schon fahren? Okay, gute Fahrt und gut Kick. Danke, ich würde gern vor. Alles klar, Braunspedition. Na, er kennt die Key Bindings. Er kennt einfach die Key Bindings. Warum sind meine Scheinwerfer eigentlich so low? Das waren nur so wenig. Ich glaube, ich mach's aber wieder. Ich brauche die Weitsicht. Ich brauche die Sicht ins spätere Leben. Nicht in die Vergangenheit. Und wir neigen uns auch langsam dem Ende zu. Symbol unten in der Nähe der Einstellung. Zeitraum. Es gibt es markieren innerhalb der letzten geführten 20 Sekunden und Titel vergeben. Och, scheiße, ist so viel. Okay. Schöne Kreuzung. Bei Zebrastreifen. Ankündigung, die Flubbenbahn. Ja, Mann, geil! Ich weiß gar nicht, wie man, also, wie man auf Spotify, wie man da reinkommt. Da braucht man doch bestimmt irgendwie ein Netzwerk oder irgendjemand, der einen vertritt und da reinkommt. Ich meine, kann jeder Depp da was hochladen? Muss da bestimmt irgendwie ein Programm da durchgehen. Ach, der Streamer, der hat hier gar nichts zu sagen. Machen wir alle was wollen. Das ist hier eine freie Umgebung. Außer Kritik, da mag ich natürlich gar nicht. Also ich habe der Spotify Premium Abi, muss da wohl reichen, oder? Zur Not ist halt auf Soundcloud erstmal, aber es kostet glaube ich auch. Dann halt auf YouTube. Na, ich glaube, du musst da irgendwie schon eine gewisse. Irgendeinen Namen haben, damit du da was machen kannst. Ich
Ich meine, wie die ganzen Indie-Musiker haben ja auch nicht direkt eine Reichweite, können dann wahrscheinlich da ihre Musik hochladen. Ach, Mann, du hast doch bestimmt irgendwo auf irgendeinem heimlichen Kanal auch schon irgendwelche Raps hochgeladen. Erzähl mir doch nix. Erzähl mir doch keinen alten Schinken. Komm. Ist ja, komm. Wissen wir doch alle. Haben wir auch alle gesehen, die Videos. Was ist das hier für eine komische Schwurbelleitungs... Ja, yeah. Du bist Crow. Ja, von der Stimme kommst du auf jeden Fall hin, so. Aber Spotify for Podcasters. Muss ich mir mal durchlesen. Also ich finde Crow leider nervig. Ich mag seine Stimme nicht. Aber das ist ja Geschmackssache, ne? Capital Bra ist natürlich eine Legende, ne? Ist ja ganz klar. Magst ihn sehr, also liebst du ihn, oder? Kleiner Fanboy. Kleiner Fanny. Zu Halloween läufst du mit der Panda-Maske rum, ey. Eh? 80er ist der Space. Na, da haben wir's. Das ist über Weiß. Also ich höre eigentlich auch nur 80s. Golden Oldies. Bisschen 90s. War hauptsächlich 80s. Habe ich da Bock drauf? Ich versuch's. Muss ich aber. Oh, wie soll ich denn da hinkommen? Ja, erstmal irgendwie hier ein bisschen in die Richtung gehen, ein bisschen gerade. Ich finde nicht nur, dass sie immer gehen, sondern es ist auch einfach das Gefühl. Also, so der Sound der 80s, den gibt es nicht mehr und das wird auch nicht mehr so produziert. Es ist die Energie, es ist dieses. Ja, es ist wirklich nur das Gefühl und also die Melodien, ja, die Chords, die Progression, alles wird überhaupt nicht mehr so gemacht. Und leider hört sich viel von Musik heute an, so einheitsbreimäßig, und wenn man mal genau hinhört, ist das alles immer dieselbe Scheiße, nur irgendwie rückwärts, muss man bisschen zu versimplen. Crow kann da auch mal ganz flott die Maske ablegen. Ne? Kann mal schön. Ah, so ist es eben. Ist es eben und man will nur noch das Maximum rausholen. Ja, die Leute direkt abholen. Ja. Keiner traut sich mehr, Lieder über 3 Minuten zu machen. Denkt, scheiße, können wir das machen? Können wir doch nicht bringen. Schneid da nochmal den mittleren Part raus, dann können wir da nochmal drüber reden. Also ich manchmal, wenn ich so neue Musik finden möchte, dann tappe ich mich halt auch so
Okay, ich skippe da jetzt durch. Und wenn ich merke, da ist irgendwas, was mir gefällt, dann höre ich weiter rein. Und mitten im Lied kommt der NordVPN. Gibt es eigentlich einen NordVPN-Song bestimmt, ja? Das ist NordVPN. Es gibt auch diese Simpsons-Folge, da geht es um die Army. Da gibt es auch diesen Song. Join the Army. Da singen die wie I snap me nash. Irgendwie so in der Richtung. Irgendwie so in der Richtung. Das ist eine coole Simpsons-Folge. Wir machen gar keinen Plus. Aber ich habe natürlich die geilste Gare. Das muss reichen. Es gibt auch Ausnahme bei Rappern, ja. Es gibt auch welche, die man sich geben kann. Also ich höre gerne, wenn, als einziger Rapper höre ich gerne SSCO. Das bin ich ja ganz ehrlich. Ja. Das kann ich mir geben. Ja, es ist so. Ich mag, weil viele seiner Songs haben auch so ein Venice Beach, so ein bisschen amerikanische Surfing Strand-Vibes, so chillig. Das sind alles so chillige Songs, die so eigentlich nebenbei laufen können. Texte sind geil und lustig und ein bisschen drüber, aber das ist ja mit Absicht so. Und ja. Ja, Harald, also ich würde dir, wenn du dir einen Song anhörst, Bonn 17, hör dir mal Bonn 17 an. Das ist ein geiler Song. Bonn 17. Der hat für mich, also da hört man am besten raus, was ich meine mit dieser Stimmung, diesem Drive. Ja, siehst du, so ein Song für dich, Bonn 17, Alter. Ja, ey, stimmt. Nicht so viel verraten. Das muss alles im Podcast. Muss alles privat. Privatzeug. Muss alles. Wir brauchen mal einzelne Folgen. Wo wer herkommt. Du bist ein richtiger Leck, bist du. Ein richtiger Gig. Also ich würde gerne mal in die Stadt jetzt fahren hier, damit ich da rasten kann. Was plus uff, du Peaceburner, ne? Danke. Ja, danke. Müsste mich aber auch vorlassen, ne? Nicht immer. Mein Gott. Erstmal Mods loben, würde ich sagen. Gut, dass es auch mal von anderen kommt. Nicht immer von mir, weil ich bin auch ein bisschen. Ich bin ein bisschen leid, dass immer. Die Wege zu leiten. Das müsste man auch mal normalen Leuten ins Hirn kommen, was die Mods hier für Arbeit machen. Das ist unglaublich. Und wirklich ohne Mods wäre ich nicht, wo ich jetzt bin. Das ist deren Bezahlung. Und die lieben das. Die lieben das. Wenn sie sterben, dann wollen sie nicht mit ihren Eltern oder mit irgendwelchen Verwandten reden. Sie wollen nochmal mit dem Streamer reden, wo sie Mod waren. Mit dem Streamer wollen sie nochmal reden.
Das ist doch was zählt, oder? Das ist doch was zählt. Ein richtiges Mordbegräbnis kriegen die dann. Kriegen dann so ein, eine Live-Schalte vom, vom Chat ihrer Wahl. Und dann läuft da das Ding durch. Ja, aber die Emotes sind so echte Gegenstände, ne? Also die kriegen dann so aus Pappmaché hergestellte Emotes, kriegen die dann. So, und da haben wir es nämlich. Ich hoffe, dass es für jedes Lob auch ein Zeichen der Herzlichkeit ins Moderationsstudio nach Hannover zu hart geliefert wird. Und diese Worte wird er sich auch einrahmen. Wird er sich einrahmen, an die Wand hängen. Das ist seine Religion, das ist sein, seine Essenz des Lebens. Das ist doch viel mehr wert als ein voller Geldbeute, als ein Dach über dem Kopf, als Gesundheit. Braucht man alles nicht. Braucht man nicht. Ich gehe vorher nochmal tanken. So. Und dann neigen wir uns jetzt auch dem Ende zu. Ich wollte eigentlich sogar nur eine Runde Overwatch spielen und wieder aufhören. Kleiner Side-Joke. Da kam der Harry, ne? Und der Harry, der hat alles in die Wege geleitet. Da kam ja auf einmal. Da kam der Lemmy. Naja, ist Overwatch hat sich auf jeden Fall verändert, so ein bisschen vom Gameplay her. Es ist ein bisschen schneller geworden an manchen Stellen. Es ist ein kleiner Vierer. Es ist ein kleiner Vierer, oder was? Glaube ich gar nicht. Das kann gar nicht sein. Das kann nicht sein. Alter! Hä? Scheiße. Geht das immer so schnell, wenn man das so macht? Das ist ja, hat man ja gar keine, hat man gar kein Lebensgefühl mehr. Ist ja die ganze Zeit weggesaugt einfach. Ach du Scheiße. Das ist gefährlich, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Dann nehme ich lieber Crack. Also das ist gefährlich. Ich habe gar keine Zeit mehr. Ist ja alles weg. Hallo? Aber krass. Das fühlte sich so eher an wie 2 Stunden. Ich bin ja auch im schwarzen Loch oder sowas. Weiß ich nicht. So, wo ist denn hier ein schönes Plätzchen? Wo darf ich mich denn mal... Ich drehe hier mal noch eine Platzrunde, damit ich nicht rückwärts rausfahren muss. Lalalala. Motor aus und gute Nacht, ne? Haben wir schön Geld eingenommen. Oh, schöner Schlafstream, hätte ich auch Bock. Also von Harald würde ich mir das angucken, aber... Ich würde das jetzt nicht machen, ne? Steht hier schon was Neues bezüglich neuer Add-ons hier? Nee. Nee. Tja! Das war's, ne? Das war's. Und es war geil. Es war geil. Ja.
Doch. Ich rede gleich noch Lami, wenn er jetzt anfängt zu streamen. Man soll immer aufhören. Wenn es am besten ist. Wenn der Höhepunkt angekommen ist, muss man aufhören. Ah, vorbei jetzt. Yeah. Weiße. Ja, keine Sorge, der Mann hat zugestimmt. Ich habe ihn im Park gefunden und er hat gesagt, alles in Ordnung. Sie dürfen mich gerne weiter filmen, aber Hauptsache nicht ins Gesicht. Ja. Das war die Voraussetzung. Kleines Drama. Das ist ein schöner Park, oder? Oh, so viel Grün ist überall. Guck mal, ich brauche nicht mal eigene Emojis. Ich benutze einfach von anderen. Ich brauche keine Alerts. Ich brauche gar nichts, braucht man. Das ist auch eine große Lüge, was die, diese ganzen Twitch-Tutorials da, die es da gibt von offizieller Seite. Du musst das machen, du musst dies machen, Reichweite. Das ist, du musst darauf achten. Deine Emojis müssen top sein. Vermarkte dich gut. Das ist doch Schwachsinn. Das ist absoluter Schwachsinn. Und filmen Sie mich nicht ins Gesicht. Ja. Es ist eine Straftat. Das ist das Wort. Das Wort zum... Was ist heute? Donnerstag. Ja. Das war doch schön. Es war eine schöne Überraschung hier, dass hier mal andere außer ich selber dabei waren. Am Mi-Donnerstag. Das hat mich sehr gefreut. War eine schöne Umgebung, war eine nette Runde. Mehr braucht man ja gar nicht. Ich brauche gar keine mehr Zuschauer. Es reicht doch, wenn man ein paar Leute hier hat und einen Scheiß labert. Ein bisschen Euro-Truck spielt. Ne? Ja. Oder nicht? Ja, da muss ich aufstoßen, das ist so ein bisschen widerlich. Oh. Da muss ich rangehen. Oh, Leute. So. Ein Kurzpaket annehmen. Motzloben, weißt du? Tschö mit Ö. Bis bald, meine ich, ja? Ich werde hier gerade geswattet werde ich hier. Hey, hey, hey! Alles gut, alles gut! Alles gut! It's a Five House production.